Wir sind mit im Ländle für euch auf Bloggerreise. Und zwar raus aus dem Zollernalbkreis und rein nach Münsingen. Da sind wir auf der Ferienanlage Hofgut Hopfenburg und testen für euch mal das heimatliche Urlaubsfeeling. Jetzt kommt ihr einfach mal mit. Herzlich willkommen auf der Hopfenburg. Wie war die Anreise? Sehr gut. Dann schauen wir gleich mal, Sie haben auch im Ländle reserviert. Ja. Einmal den Willibago für die Petra, richtig? Ja. Und für Sie? Oh, da finde ich nichts. Ich schlafe dann bei den Eseln. Ton 1, 2, 3. Ich rede extra laut, damit es diesmal richtig läuft. Oh, da kommt schön Frischluft rein. Alter, auf jeden Fall. Moment, Stefani muss sich erst noch an der Luft freuen. Ich sitze hier im Winnebago, ein Ami-Schlitten, ein Wohnmobil, das tatsächlich in Amerika unterwegs war, mit nach Deutschland gebracht wurde, aber dann letztendlich klar war, dass man mit diesem riesen Geschoss seinerseits nicht mehr hier über die Autobahn von Deutschland fahren kann. Und drum hat dieses Baby hier seine neue Heimat auf der Hopfenburg gefunden. Und ich sitze hier gerade im Wohnzimmer quasi, beziehungsweise am Steuer und stelle mir vor, wie ich jetzt hier so den Highway entlang rattere. Draußen scheint die Sonne, wir fahren Richtung Meer. Und es fühlt sich so nach Freiheit an und das ist so cool. Und ich meine, sorry, was willst du mehr? Jetzt sind wir in einem Safari-Zelt. Das ist dann praktisch klassisches Glamping, also Luxuscampen kann man sagen. Und ich habe das schon mal gemacht in der Toskana, so ein Clamping-Urlaub. Und das erinnert mich hier von der Atmosphäre zu 100% an die Toskana. Nur halt der Anfahrtsweg ist ein bisschen kürzer. Jetzt sind wir in einem der Apartments. Da wäre ich eigentlich dran vorbeigelaufen, hätte Michael hier nicht einen Stopp eingebremst. Und ich finde es urgemütlich mit dem Holzboden und dem ganzen Offenen hier. Und da ist eine riesengroße Terrasse und da kann man einen Sonnenuntergang erleben wie am Meer. Wirklich. Petra, wie zuversichtlich bist du, dass du das jetzt hier einlochst? Warte. Und go. Fast ein Treffer. Ja! Die weiße eigentlich noch. Gibt es da nicht sogar Strafpunkte? Strafpunkte. Was ich sehr charmant finde, sind die Grillstellen, die man überall zwischen den Wohnmöglichkeiten findet, wo man dann am Abend einfach sein Grillzeug schnappen kann und sich hierher sitzen kann und Würstle auf den Grill schmeißen darf. Jetzt hüpf. Die Arme. Das darfst du nicht rausschneiden. Was? Nein, das mach ich. Das mach ich. Gib mir das. Komm, ist der Rico? So. Hast du Angst gehabt? Ja. Wow. Das ist so hoch. Ich kann doch nicht.